Hallo liebe Dartsportfreunde, herzlich willkommen in Ollis Dartgarage. Heute geht es ums Dartspielen, vor allen Dingen um das, was vor dem eigentlichen Dartspielen stattfindet, zumindest bei mir und bei vielen anderen auch, weiß ich, und zwar das Warm-up. Ich habe für mich eine Routine, die ich immer durchführe, bevor ich dann an ein ernsthafteres Training gehe oder in eins meiner Spiele. Einige von euch wollten bei mir so wissen, ja Olli, was machst du so für Übungstrainingsspiele, pipapo, also wie kommst du in den richtigen Flow und Modus? Ja, und das fängt bei mir mit einem Warm-up an. War nicht immer so, aber ich bin gerade so ein bisschen dabei, meine Darts-Skills zu verbessern, das Ganze auch wirklich einem Plan, also einer Struktur zu unterziehen. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch da mal ein bisschen mit auf die Reise und fange da auch mal ganz vorne an. Und das ist bei mir das Warm-up. Und natürlich Warm-up, wenn ihr mal Jogger draußen beobachtet habt, dann rennen die ja auch nicht einfach direkt los von der Haustür, sondern in der Regel werden sie sich vorher auch ein bisschen dehnen und stretchen, um ihren Körper sozusagen warm und fit für die jetzt folgende Leistung zu machen. Das gilt natürlich ganz besonders dann im Sport. Immer wenn es heißt, komm, jetzt ist Zeitpunkt X da, jetzt geht es um Punkte, also auch um eine gewisse Leistungserbringung, musst du ja deinen Körper erstmal darauf vorbereiten. So sehe ich das im Dartsport auch. Egal, ob ich jetzt vernünftig trainieren möchte oder ein gutes Spiel abliefern, ich werde auf jeden Fall mich vorher erstmal aufwärmen. Und das meine ich auch genauso, aber nicht einfach vollkommen ungerichtet, nur Pfeile aufs Board werfen und dann sagen, einmal in die Luft hüpfen, zack, jetzt bin ich warm, jetzt kann es losgehen. Das hat bei mir auch schon so einen gewissen Ablauf, also eine Routine mit aber auch kleinen Teilzielen, die mir auch ein bisschen reflektieren oder auch Bewusstsein dafür geben, läuft gut, läuft weniger gut. Das. Ja, Phase 1 gilt bei mir rein dem Bewegungsablauf, vor allen Dingen Arm- und Handgelenk. Ganz wichtig, dass ich dafür ein Gespür kriege und auch mir bewusst mache, da immer drauf zu achten. Hier der zweite war zum Beispiel nicht so optimal. Das ist immer für mich ganz wichtig am Anfang, ein Gespür für den Bewegungsablauf zu kriegen. Wie die Darts im Board stecken, ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern wirklich zack, Hand, Wurfbewegung, Armgelenk, Handgelenk nach unten. Das muss für mich erstmal passen, da ein Feeling zu kriegen. Also ich sag mal rein, das Mechanische erstmal reinzukriegen. Hier hat es wieder nicht gestimmt, deswegen gleich ein Ausreißer nach oben. Man sieht es ja auch ein bisschen, wie die Darts stecken. Hier war es wieder super. Der nächste hinterher, zack, stimmt dann auch die Höhe. Also wenn der Bewegungsablauf einmal drin ist, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung im Warm-up. Sollte nicht nur auf der 20 klappen, darum mache ich ganz gerne auch mal zwei, drei Aufnahmen auch auf die 19, 18 und auf Bull. Die Zahlen, die man dann im Spiel ja sehr wahrscheinlich auch benutzen wird, weil sie halt einfach die höchsten Punktzahlen ergeben. Auch hier stimmt es so vom Feeling und von der Höhe gar nicht so schlecht. Wir sind ja immer noch, also es geht ja um nichts, ja, kein Stress, kein Druck. Einfach nur mal Darts aufs Board bringen und ein erstes Feeling kriegen. Das hier sieht gut aus, schöne Bewegung, der steckt auch gut in der 18. Der nächste hinterher, ich glaube, das wird eine schöne Gruppe. Zack, dreimal wunderschön Arm- und Handgelenk und schon sieht man es am Resultat. Also sowas immer gleich positiv mitnehmen, sich darin bestärken. Jetzt geht es, glaube ich, dann mal direkt aufs Bull. Feeling ist ja langsam da. Mitte sieht eigentlich auch gut aus. Der erste sitzt drin, zack, gute Bewegung. Der zweite sitzt drin und der dritte nochmal hinterher. Jawohl, schöne Aufnahme, ein Single Bull. In Phase 2 geht es bei mir um den Fokus, also Konzentration behalten und auch wirklich schon richtiges, korrektes Zielen. Ich nenne es immer mit so ein bisschen ja, Druck- oder Stresssituation. Was ich hier gerne mache, ist im Prinzip Cricket spielen auf die 20, also 7 Aufnahmen auf die 20, 19, 18, 17, 16, 15 und das Bull. Wie beim Cricket, ein Doppel zählt 2 Punkte, Single zählt 1 Punkt und Triple zählt 3 Punkte. Ich versuche natürlich immer mit einer Aufnahme, also in 3 Darts, eine Zahl zu schließen, also die 3 Punkte mindestens zu kriegen. Die 20 habe ich jetzt in 3 Darts gemacht. Die 19 habe ich jetzt auch nochmal im letzten Versuch die Triple 19, also 4 Punkte auf dem Feld gemacht. Von daher bin ich jetzt in der dritten Aufnahme und so gesehen absolut im Soll. Hier landet der erste Dart direkt in der Triple 18, das ist gut. Das heißt, ich bin in der dritten Runde und kann schon auf das vierte Feld spielen. Der erste ist in der Single 17, der zweite leider in der Single 2, so wie es aussieht.
Also bin ich jetzt in der vierten Runde, habe aber schon quasi einen Dart Vorsprung. Ne? Ich brauche jetzt eigentlich nur noch zwei in der 17 oder eine Triple 17 idealerweise. Der war leider Triple 3, die Höhe ist aber ganz gut. Das war etwas überkorrigiert, sieht nach einer Single 2 aus, aber der letzte passt. Ja, da würde ich mal sagen, vierte Runde, vierte Aufnahme, komplett im Soll. Wenn ich jetzt alle sieben Aufnahmen mit drei Darts schaffe, das Feld zu schließen, habe ich ja quasi 21 Darts gebraucht. Und das meine ich, hier habe ich so ein bisschen Drucksituation, die dadurch entsteht, ob ich jetzt in meinem Soll bin oder ein bisschen drunter oder halt auch etwas drüber. Fünfte Runde jetzt für die 16 und ich habe nur einen Dart drin. Also jetzt entsteht quasi ein bisschen Druck, das Ding auch zu schließen. Schaffe ich zum Glück. Triple 16, bin also wieder voll im Soll. Jetzt geht es auf die 15, dann fürs Bull. Hier mal eine schöne Aufnahme. Der erste direkt in der Triple 15, die ist also damit zu. Jetzt habe ich also noch zwei Darts fürs Bull, um das vielleicht auch zu schließen. Single Bull und dann am besten nochmal ein Doppel Bull. Jawohl. Und jetzt habe ich statt 21 Darts 18 Darts gebraucht, um quasi dieses Cricket Game einmal runterzuspielen. Da hier jetzt die erste Runde für mich verhältnismäßig gut lief und ich statt 7 Aufnahmen 21 Darts jetzt nur 6 mit 18 Darts brauchte, nehme ich auch gerne so ein gutes Gefühl. Ich meine, das ist ja Aufwärmen, ja, unter einer ganz, ganz leichten Drucksituation mit. Ich habe immerhin in jeder Runde ein Triple getroffen, also ich sag mal Scoring, das Feeling, der Bewegungsablauf sehen gut aus. Dieses Feeling würde ich jetzt mitnehmen in der Spielvorbereitung, jetzt nochmal vielleicht gezielt Checkout-Wege zu üben. Da gibt es ja wirklich schöne Spielchen, die man auch kurz durchführen kann, bevor es dann in das eigentliche Match geht. Ansonsten gehe ich mit diesem guten Gefühl auch voll motiviert natürlich dann in meine Trainingsschwerpunkte. Und da bin ich nochmal. Ich fühle mich jetzt also warm und fit genug, um zum Beispiel ein Spiel zu bestreiten oder auch in eine schöne Trainingssession zu gehen. Mir hilft so ein Warm-up auf jeden Fall auch auszuloten oder auch zu spüren, ja, was läuft jetzt schon gut, was läuft vielleicht noch nicht ganz so gut, wo muss ich auf jeden Fall darauf achten. Jeder hat da so auch seine Routinen, von daher, das ist nur, was ich für mich entdeckt habe, was für mich ganz gut funktioniert und mir auch wichtig ist, das regelmäßig zu machen. Jeder wird da so seine eigenen Routinen haben. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was macht ihr so an Warm-up-Übungen? Habt ihr noch andere Ideen oder Anregungen? Denn wir wollen uns ja alle im Darts verbessern. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.